Kelly? Ich dachte schon, du willst... Ein Banana Rip. Nein, ich hab's angepackt. Banana Rip. Was ist das? Banana Rip. Das ist doch der Preis, den ich bekomme für den schönsten Penis in Köln. Das ist eine absolute Lüge. Das ist der schönste Penis in Köln. Leute, heute geht es nicht um meinen Penis, sondern um viele andere Penisse. Um meinen? Nein. Jody stellt uns heute 15 extrem pikante Fragen, die wir ehrlich beantworten müssen. Ist so ein bisschen wie ich hab noch nie, nur ohne Alkohol und ohne Tadel und ohne Toni und ohne Nia. Dafür mit uns zwei Spasten und let's go. Ja. Geht's nur um Sex? Es geht eine einzige Frage. Geht es nicht immer nur um Sex, Kelly? Nächste Frage, erste Frage, let's go. Ich habe noch nie Essen von einem anderen Körper geleckt. Von einem anderen Körper? Ja, von einem anderen. Also wenn ich so Brot esse und die Brot... Safe schon mal passiert, oder? Ja. Ich hab, bei mir ist es... Außerdem habe ich meinen Penis mit Erdbeersoße eingerieben. Oh mein Gott, was und ist passiert? Selbst eingeblasen? Huch, das wollte ich gar nicht. nee, an der Stelle muss ich fast ich schon weiß sagen, nicht, ich glaube, aus doch. Spaß habe ich das bestimmt mal gemacht. Ja, aus Spaß Ich habe bestimmt mal auch. Jemand so einen Teller und dann so blablabla. Doch, tatsächlich, ganz Klischee, ich hatte mal Schlagsahne. Das hatte ich wirklich mal. Ganz Klischee. Schlagsahne bei der Frau. Ich war mal in einem Stripclub, da durften sonntags auch Frauen sein. Und dann habe ich allen Männern, mit denen ich da war, die alle mit mir zusammenarbeiten, eine Stripperin spendiert. Aha. Mit Sahne. Hast du auch abgelenkt? Dann, nein, aber ich dachte, ich soll das Video auf 10 Minuten strecken. Okay, es reicht nicht. Okay. Ich war noch nie genervt, weil jemand schlecht im Bett war, mit dem ich geschlafen habe. Genervt? Doch. Ja, so. So dass man sich denkt, so, oh, wann ist es endlich ja, vorbei? Ja, so. Ich glaube also nicht, dass ich genervt war. Aber es ist so, ich, man wünscht sich so. Sex, ne? Nee, das ist nämlich das Ding. Das ist nämlich das Ding. Ist nicht weil so. Es gibt so Leute, die so sagen, also Sex ist wie Pizza. Auch wenn die Pizza scheiße ist, immerhin ja zu Pizza. Ja, wenn die Pizza scheiße ist, kotzt du danach vielleicht oder kriegst du ja, Durchfall. Na, ja. So. Okay, nicht genervt, aber ich habe mir schon manchmal so, das ist nicht bei dir gewesen übrigens. Yeah. Gewünscht so, so. Gut gemacht. Was ist jetzt so mit deiner Rolle? Also ich meine, so. Warum musst du dieses Movement dazu machen? Ich sehe damit das verdeutlicht so. Wird. Ja, aber das ist mir einfach gerade viel zu deutlich. Ja, also ich war noch nie genervt, glaube ich, aber ich habe einfach nur gewartet. Und danach liegt man so und denkt sich so, toll, das ist, als hätte ich gar keinen Sex gehabt. Hätte ich doch lieber gar keinen Sex gehabt. Das ist leider wahr. Nächste Frage. Aber genervt nicht. Ich wurde noch nie beim Masturbieren erwischt. Nee, wurde ich nicht. Hast du, nee, du hast mich noch nicht erwischt, oder? Doch, hat sie nicht. Ja? Aber nicht währenddessen, sondern danach. Und das war das, okay, ich muss kurz, darf ich mal kurz dazwischen? Nee, oh Gott, jetzt hier keine Pose auspacken. Nein, oh mein Gott. Pose. Ich muss die Story nur erzählen. Okay. Also ich kam nach Hause, da haben wir noch im YouTube-Haus gewohnt und dann gehe ich so rein in die Wohnung und deine Tür war auf zu deinem Büro und ich guck dich an und du sitzt da auf deinem Stuhl einfach mit Hose runter und sagst, ich habe gerade masturbiert. Okay. Ja, das stimmt. Ja, gut, hast du das auch geklärt. Nächste Frage an der Stelle. Du bist da ein bisschen rot im Gesicht geworden. Nee. Ich hatte noch nie länger als eine halbe Stunde Sex. Aber ich meine es nicht Vorspiel, Nachspiel, sondern so wirklich Sex, Sex. Eine halbe Stunde lang, mehr als eine halbe Stunde. Doch. Anstrengend. Nee. Also, das ist jetzt unfair, dass du das sagst. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich hatte schon mal Sex länger als eine halbe Stunde. Aber ich kann es dir nicht genau sagen, weil vielleicht kam es mir auch nur vor wie länger als eine halbe Stunde. Weil ich gucke nie auf die Uhr und ich kann euch nie sagen, wie lange ich Sex habe. Das ist das Ding, deshalb brauchst du eine Apple Watch, da kannst du nämlich immer Zeit stoppen. Siri, stell einen Timer und dann Bingo Bongo, Bingo Bongo und dann guckst du. Mach das Geräusch bei dir. Ja, ja, Bingo Bongo, Bingo Bongo. Das Geräusch, was Toni mag das Geräusch Bingo Bongo nicht. Ich habe weniger als eine halbe Stunde Sex. Bei 29. Bingo Bongo, Bingo Bongo. Bingo Bongo, Bingo Bongo. Bingo Bongo. Können wir das bitte einmal machen? Okay. Einfach so für einen Joke. Okay. Ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, den ich hässlich fand. Nein, ich schlafe nicht mit hässlichen Menschen. Doch, habe ich schon. In meiner Das ist so wieder diese Männerlogik. Das ist halt so, nee, ja, da, Mensch, doch, da muss ich annähern. Das war nicht so, ihr Körper war wirklich schön. Aber das ist dann ganz simpel. Es gibt den guten alten Kissentrick. Oh mein Gott. Das ist dann so, so nice, so nice. Bingo Bongo, Bingo Bongo. Ich konnte die nächste Frage nicht ins Deutsche übersetzen, deswegen... Okay. Never have I ever tasted myself.
Wie übersetzt man es ins Deutsche? Ich will es gar nicht machen. Aber ich habe Man hat irgendwie seine eigene Körperflüssigkeit. Aber ja. selber scheiße Doch. Okay. Also meinst du so, oder ja. was? Ja. Habe ich tatsächlich... Ja, komm, halt's Maul! Ich schwöre es dir, ich habe das noch nie gemacht. Bingo, bongo, bingo, bongo. Ich hatte noch nie Sperma in meinem Mund. Ja, doch, hatte ich. Gut, ich auch, und zwar ist es blöderweise... Ja, war es deine Mutter? Ich verstehe es nicht, warum du dich jetzt... Das ist der unpassendste Moment, deine Mutter ins Spiel zu bringen. Wirklich, das war gar nicht angebracht. Also, wie soll ich sagen? Es ging oral zur Sache und später mit der Hand. Und dann hatte ich den Mund weit offen und habe sehr hoch ejakuliert, dass ich mir selber... In den Mund. Ach, du dir selber, da war gar kein niemand anders dabei. Doch, es war jemand anders dabei, aber derjenige hat... Derjenige? Diejenige hat das Rohr so ausgerichtet, dass das... Ja, das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Das ist cool. Das ist unfair. Das ist echt das gemein. Schon, ja, das ist auch gemein. Und das ist auch richtig verstörend. Und dann, weil es den ganzen Moment so kaputt macht, weil der Typ ist so... Nee, für mich war so... Bingo, bongo, bingo, bongo. Ich habe noch nie... direkt beim oder nach dem Sex ist bereut, mit einer Person geschlafen zu haben. Gerade. Ich muss ja. sagen... Doch, danach ja, schon. Ja, doch, währenddessen. Nee, ich eher danach. Weil man erwartet ja meistens von Personen war meine Schwester, irgendwas. Und wenn man dann dabei und ist und es ist nicht... Was für eine Schwester? Das ist ja das Problem. Und ich dachte, es wäre meine Schwester, aber es war mein Onkel. Bingo, bongo, bingo, bongo. Ich habe noch nie mein großes Geschäft im Wald verrichtet. Nee. Ich glaube schon. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir immer nach Tschechien gefahren sind, so 7, 8 Stunden. Eine Tschechien-Geschichte, na klar. Mit dem Auto. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich noch relativ klein war und meine Mutter, und das ist super weird, mich so gehalten hat. Bist du so rausgekippt? Und ich dann, hat sie ein Blatt genommen und hat meinen Po abgewischt. Bingo, bongo, bingo, bongo. Ich habe noch nie mit einem anderen YouTuber Sex gehabt. Doch. Ja, ich auch. Aber ich denke mir halt immer so, ich mache das ja seit ich 17 bin. So, dass natürlich, dann, man kommt rum, ne? Kannst du euch so sagen, man kommt rum, Kelly. Ja, in ein paar Jahren, ja. Und vor allem... In ein paar Jahren, ja, das ist haarig. Ganz ehrlich, und vor allem, man trifft Leute, die haben die gleichen Leidenschaft, die haben den gleichen Job, die verstehen dein Leben, die sind so meistens so die ein bisschen abgefuckt im Kopf. Die haben denselben sexuellen Fetisch. So, und dann denkt, dann... Also man lernt ja viele Leute kennen, so, mit denen man sich gut versteht. Ich halt auch schon, weil die sitzt halt da. Ist ja voll langweilig, ey Leute. Nee, ist immer voll geil. Bingo, bongo, bingo, bongo. Ich habe noch nie überlegt, meinen Körper für Geld zu verkaufen. Du hast noch für mich verhandelt, für wie viel Geld ich mit Mo schlafen würde. Und ihr habt es nicht gemacht, das wäre ein Riesendeal gewesen. Es war eine schlechte Verhandlung. Es war eine sehr gute Verhandlung. Ich war auf jeden Fall besser. Ich habe tatsächlich irgendwann mal früher, aber das war ich so 13, dachte ich, hey, es wäre voll nice, Pornostar zu werden. Hast du dich dann auf jeden Fall auch mal umgehört und informiert? Ich habe mich umgehört und informiert. Und alle haben gesagt, was willst du mit diesem Pimmel, verpiss dich. Der sieht aus wie ein Fragezeichen, deshalb. Ja, also, nee, also, aber ernsthaft überlegt, Real Talk nicht, du? Mm-mm. Ist ja auch nicht so wirklich seinen Körper für Geld verkaufen, oder? Nee, das wäre Prostitution. Ja. Bingo, bongo, bingo, bongo. Okay. Ich habe noch nie an meiner oder wessen anderer getragener Unterwäsche gerochen. Nee. Doch. An deiner selber noch nicht? Nein. Doch, ich mach das. Aber weil du nicht weißt, ob die gewaschen sind. Genau, dieses. Oh. Ich weiß immer, ob die. Weil ich immer. Ich bin so ein Mensch, ich achte akribisch darauf, jeden Abend meine getragene Unterwäsche in den Wäschekorb zu tun. Abends? Ziehst du nachts eine neue an? Ich trag nachts keine Unterwäsche. Hä? Tragt ihr Unterwäsche im Bett? Ich trag eine Boxershorts. Was? Ja, aber manchmal, also manchmal... Nein, aber ich hab halt meinen Schlafanzug an. Ach so, ja, ich hab keinen Schlafanzug. Ah, okay. Ah, okay. Ich hab nur mal Bingo Bongo draußen und das war's. Bingo Bongo, Bingo Bongo. Die letzte Frage. Ich habe noch nie bei Never Have I Ever gelogen. Ich hab noch nie gelogen. Ich auch noch nicht. Ich schwöre, ich hab immer die Wahrheit gesagt. Ich nehme solche Spiele immer richtig ernst. Hör auf, das ist eine richtig falsche Geste. Und eigentlich, ganz ehrlich, ich habe nichts zu verheimlichen und mir ist nichts peinlich. Ja. Weil ich, seit ich jugendlich von dazu erzogen wurde, Content zu machen und mich selbst zu verlieren in diesem Content. Gut, Leute, das war's aus dem Video. Ihr habt sehr viel über uns gelernt. Dinge, die ihr wahrscheinlich gar nicht wissen wolltet. Ja. Wer es bis zum Ende durchgehalten hat, für den habe ich jetzt eine kleine Überraschung. Ihr könnt meinen Creator-Code in Fortnite eintragen. Haltet doch die Fresse, lasst einen Daumen nach oben, da schaut bei Kelly ist vorbei. Ja, Riven Zeit. Ganz genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.